In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr Menschen Schönheitsoperationen unterzogen. Vor allem Frauen. Die Deutsche Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie sieht einen Zusammenhang in der steigenden Nutzung von sozialen Medien. Der Ort, an dem wir mit gefotoshoppter Makellosigkeit überschwemmt werden. Aktuell wird in Großbritannien ein Gesetz diskutiert, das digital bearbeitete Bilder in Zukunft kenntlich machen soll. Das Gesetz soll junge Menschen vor unrealistischen Schönheitsidealen schützen. Und auch in anderen Ländern wird das gerade besprochen. Was genau das für InfluencerInnen bedeutet und ob es so ein Gesetz auch bald in Deutschland gibt, das erfahrt ihr in diesem Video. Also schließt alle anderen Tabs, jetzt geht's los. Letztens habe ich dieses Video auf TikTok gesehen. It cannot always be night. Sir, flex I do work. Work six of like Mike. He's out of sight. What the Hack. Das sieht am Ende nicht mal mehr aus wie sie. Unter dem Hashtag Social Media is Fake posten vor allem junge Frauen Fotos und Videos, die zeigen, was heutzutage mit Bildbearbeitung alles so möglich ist. Auch die YouTuberin Desi hat vor kurzem ein Video gemacht, in dem sie erzählt, wie fake Instagram wirklich sei. Das Geheimnis dahinter? Es gibt keinen Spiegel. Die Influencer benutzen eigentlich eine Kamera oder ein anderes Handy, um sich abzufotografieren. Und das Handy, was sie in der Hand halten, dient lediglich als Requisite. Ich finde die Beauty-Standards auf Instagram und anderen sozialen Netzwerken mehr als fragwürdig. Sie führen dazu, dass sich viele schlecht fühlen. So nutzen fast die Hälfte der Mädchen und Frauen zwischen 11 und 21 Jahren regelmäßig Apps oder Filter, um Bilder von sich auf Social Media zu verschönern. Und 2 von 5 sind traurig darüber, dass sie in der Realität nicht so aussehen wie online. Ich weiß, dass die perfekten Bilder nicht der Realität entsprechen. Trotzdem vergleiche ich mich automatisch mit ihnen. Ich selbst kann damit die meiste Zeit ganz gut umgehen. Aber an schlechten Tagen merke ich schon, dass das was mit mir macht. Wenn diese Scheinperfektion nur ein schlechtes Gefühl in uns auslösen würde, wäre das ja schon schlimm genug. Allerdings deuten Untersuchungen darauf hin, dass der Konsum retuschierter Bilder vorhandene Essstörungen verschlimmern könnte. Es ist also nur verständlich, warum es in manchen Ländern inzwischen sogar Gesetze gibt, die Filtern und Bildbearbeitung den Kampf ansagen. Ob das in Deutschland auch kommt? Dazu gleich mehr. Angefangen hat alles in Frankreich. Da gab es mit dem Dekret Photoshop sozusagen den Vorreiter für Gesetze gegen unrealistische Darstellungen von Menschen in den Medien. In Frankreich muss seit 2017 Werbung, in der retuschierte Models auftauchen, gekennzeichnet werden. Genauer, wenn die Figur eines Models nachträglich verändert wurde, muss das mit dem Hinweis Retouched Photograph oder Fotografie Retouché markiert werden. Wird das nicht gemacht, drohen Strafen in Höhe von bis zu mehreren 10.000 Euro. Das gilt aber nicht für jede Bearbeitung eines Bildes. Bei einer Anpassung der Haut oder der Haare muss laut Gesetz zum Beispiel nichts gekennzeichnet werden. Anfang Juni 2021 zog Norwegen nach. Mit dem Gesetz, das gegen den Kroppspress, zu Deutsch Körperdruck und explizit körperbezogene psychische Krankheiten vorgehen soll. Das norwegische Parlament stimmte mit einer großen Mehrheit für diesen Vorschlag. Ab Sommer 2022 müssen retuschierte Fotos in der Werbung, egal ob von InfluencerInnen mit ein paar tausend Follows oder großen Unternehmen, nun gekennzeichnet werden. Anders als in Frankreich greift das Gesetz in Norwegen nicht nur, wenn die Form und Größe einer Person verändert wurde, sondern auch in anderen Fällen. Etwa wenn Falten, Zellulite oder Pickel bei InfluencerInnen oder Models retuschiert wurden. Bilder, die für etwas oder jemanden werben, dürfen dann maximal ganzheitlich bearbeitet sein. Das heißt, nur noch sowas wie Aufhellung, Verdunklung oder Schärfung ist dann noch erlaubt. Das Familienministerium will bis Juli 2022 ein Logo entwickeln, das auf bearbeitete Bilder hinweist. Und auch der Gesetzesentwurf in Großbritannien sagt, dass werbende Bilder, auf denen das Aussehen von Menschen bearbeitet wurde, mit einem Logo markiert werden müssen. Doch bringt das irgendwas? Die Erfahrungen des Vorreiters Frankreich zeigen, auf große Unterstützung bei den Werbetreibenden sollte wirklich niemand hoffen. Die drucken die Kennzeichnungen nämlich oft klein und unleserlich, so gerät der Hinweis in Vergessenheit und das perfekte Bild bleibt im Kopf. Und auch erste Studien belegen, dass das Gesetz nicht den gewünschten Effekt erzielt und kaum dabei hilft, unrealistische Schönheitsideale zu verdrängen. Nichtsdestotrotz ist es ein Anfang. Ein Anfang, dem wir in Deutschland hinterherhinken.
Denn in Deutschland gibt es bisher kein Gesetz, das zur Kennzeichnung retuschierter Bilder führt. Das heißt allerdings nicht, dass sich die deutsche Regierung noch nicht zu diesem Thema geäußert hätte. AktivistInnen hatten schon 2014 eine Petition eingereicht. Und die Bundesregierung nur so: Es sind nach Aussage der Bundesregierung keine wissenschaftlichen Studien bekannt, die einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den in den Medien und in der Werbung dargestellten Schönheitsidealen und gesundheitsgefährdenden Verhalten, Klammer auf, wie zum Beispiel Essstörung, Klammer zu, zum Gegenstand haben. Düdüm. Gut, aber die Studienlage war 2014 auch eine andere. Moment. War sie das? Also diese Studie, in der den Medien ein großer Einfluss auf das Selbstbild junger Menschen nachgewiesen werden konnte, ist von 2006. Upsi. Aber es stimmt schon, die Studienlage hat sich in den vergangenen Jahren verdichtet. Also vielleicht entscheidet sich die Bundesregierung ja bei der nächsten Petition anders. Ach, es gab schon wieder eine Petition zu dem Thema. Da ging es um eine Kennzeichnungspflicht retuschierter Inhalte in der Werbung und von InfluencerInnen. Also so wie in Norwegen. 2021 erst? Und die Petition ist daran gescheitert, dass nicht genug Leute unterschrieben haben? Okay. Aber positive Veränderung muss ja nicht immer durch Petitionen kommen. Schließlich haben Frankreich und Norwegen es ja auch komplett alleine hinbekommen. Let's go, Bundestag! Sofern sich da was tut, geben wir euch natürlich ein Update. Mal ganz davon abgesehen, ob es ein Gesetz dazu gibt oder nicht, idealerweise sollten wir alle mit uns selbst zufrieden sein. Oder zumindest nicht unzufrieden. Klar, wenn man die Möglichkeit hat, mit nur ein paar Klicks die Haut reiner und die Nase schmaler zu machen, ist das schon verlockend. Aber eben auch nur bis zum nächsten Gang zum Spiegel. Was mir hilft, die Inhalte auf Instagram und Co. bewusster genießen. Zum Beispiel, indem man nur Personen folgt, die der Retusche abgeschworen haben oder noch nie ein Fan von ihr waren. Aber auch, indem man sich immer mal wieder einen Reality-Check verschafft. Mit Hashtags wie Filterdrop oder Instagram vs. Reality. Und sich sowas hier reinzieht. Dinge wie das hier auf Social Media sind einfach übertrieben krass. Oder wir tragen einfach selbst dazu bei, dass das Internet ein Stück natürlicher und normaler wird und posten Bilder von uns selbst. Ohne Filter und Facetune. Alles andere ist eben einfach total unrealistisch. Und ganz ehrlich, ich finde uns so auch am schönsten. On top können wir dadurch unseren eigenen kleinen Beitrag dazu leisten, dass sich irgendwo irgendjemand etwas weniger unwohl fühlt. In diesem Video sprechen wir über eine andere Fake-Welt und hier unten ein Video vom Y-Kollektiv. Darin geht es um das Leben von InfluencerInnen. Wie real ist das?